Hey und willkommen zurück zu Action. Wir gucken, dass wir weiterkommen. Gleich hier unten erstmal das Ding befestigen und dann geht's auch gleich schon weiter. Nein, wir müssen noch runter. Ah, bitte. Genau dahin müssen wir. So. Hier hoch. Genau, 1, 2, 3. Diese Musik ist aber auch so treibend. Treibende Musik. Moment mal, wie sollen wir denn... Ach nee, das müssen wir hier rüberziehen. Komm rüber, mein liebes Seil. Mein liebes Balancierding. Wer schießt da eigentlich? Da ist doch gar niemand. Ach doch, ihr seid's. Oh, wie der weggeflogen ist. Ja, au, au, au. Ja, sag mal, wie viele Pfeile kannst du denn noch einstecken? Ich dachte, ich habe so tolle Pfeile. Ah, Gott sei Dank. So. Basteln wir uns noch ein paar Pfeile. Was ist eigentlich jetzt mit diesen panzerbrechenden Pfeilen? Können wir die jetzt bauen, oder? Na, naja. Und darüber. Dann da hoch, dann da... da ist wieder ein Kochtopf. Ein großer Kochtopf. Hm. Gefüllt mit Fischstäbchen. Wie lecker. Stell dich mal vor, dieser ganze Topf ist voll mit Fischstäbchen. Okay, kommt natürlich ganz drauf an, wie alt das Ganze ist. Also ansonsten könnte es sehr lecker sein. Es kann natürlich, wenn die Fischstäbchen 2000 Jahre alt sind. Aha! Dann dürfte das nicht so toll sein. Wow, die Pfeile haben aber auch einen Geschmack. Ist der eben gerade meinem Pfeil ausgewichen? Nein! Hui, ich dachte, den würde ich runter. Aua. Das hat wehgetan. Okay, mal gucken. Okay, so. Brechen Sie das Eis vom Getriebe. Wie brechen wir das? Ach, hier, da. Tja, wie brechen wir das denn? Ah, ich ahne es. Wir müssen hier irgendwie dieses Ding... Also irgendwie müssen wir dieses Ding hier dazu benutzen. Oder? Ja, ich würde sagen, das Problem ist, wie können wir das... Wir probieren es einfach mal aus. Wir müssten das irgendwie nach unten ziehen. Wie können wir das nach unten ziehen? Wie können wir das nach unten ziehen? Okay, springen wir doch erstmal hier rüber. Haben wir eben schon mal diesen kleinen Vorhof hier unten oder nicht? Nee, oder? Okay. Gucken wir mal, wie wir das jetzt machen. Indem wir vielleicht... natürlich. Wir benutzen mal wieder hier dieses. Haben wir vielleicht wieder hier so ein Stoffdingelchen irgendwo? Nee, haben wir natürlich nicht. Also, wie sollen wir das jetzt... okay. Also, das Ding darüber, hier hoch, dahinter... Was ist denn hier da oben auf diesem Turm eigentlich? Vielleicht können wir... Gehen wir doch erstmal dahin. Also, einmal hier runter, diese Kiste. Die Mongolen müssen vom Eis begraben worden sein, bevor sie die Hauptstadt angreifen konnten. Ja. Stell dir mal vor, was für eine große Höhle das sein soll. Wow. So, dann springen wir mal hier lang. Und gucken, was hier oben ist. Oder beziehungsweise, was es hier zu entdecken gibt hier oben. Also irgendwas muss ja hier auch sein. Monate gedauert haben. Wobei ich nicht so ganz verstehe, wenn man so große Türme hat, wo das Problem ist, da unten in die Stadt reinzukommen. Aber kann ja sein, dass dieser Turm kurz vor Beendigung der ganzen Geschichte... Moment, da oben kommen wir doch eigentlich auch nur hin, wenn wir es schaffen würden. Müssen wir den Topf abmachen, vielleicht? Nee, glaube ich nicht. Nee, das bringt ja mal gar nichts gerade. Das bringt nichts und nichts und nichts und wieder nichts. Okay, dann gucken wir mal hier drüben, ob wir da drüben hinkommen. Ah, so. Können wir vielleicht hier oben dran kommen an das Seil? An manchen Gebieten kann man ja dann ganz gut trotz riesengroßer Höhe an das ganze Ding dran. Nee, irgendwie nicht. So. Aber theoretisch, warte mal, wenn wir... Können wir das noch ein bisschen weiter rüberziehen?
Ja, wenn wir das noch ein bisschen weiter rüberziehen könnten, dann könnten wir theoretisch an dem Ding, was steif nach oben steht, nach oben. Aber ich glaube nicht, ne? Und das würde hier. Das blockiert da unten, oder? Nee, geht. Cool, weil dann kommen wir ja rüber. Locker kommen wir dann rüber. Guck hier, so. So. Nee, so meinte ich nicht, sondern ich meinte natürlich so. Genau, und dann darüber rennen und dann sind wir schon da. Ach, guck mal, da vorne. Haben wir dann schon unser Ding zur Verbindung? Also, was wir zum Verbinden? Ein Rucksack. Aha. Geheimnisse aktualisiert. Oh, ich habe, glaube ich, gar keine Wodkaflasche hier in der Nähe. Um den Controller-Verlust zu markieren. Verdammt. Okay, dann machen wir mal das. So, die beiden Sachen einfach miteinander verbinden. So. Genau. Das sollte den Arm ausbalancieren. Mhm, genau. So, dann gehen wir jetzt hier runter. Wubbidiwupp. Schnipp die Schnupp. Und ziehen das dann doch mal hier in die Richtung. Hoffentlich geht dann das andere Seil nicht dadurch ab. Nee, wir machen das doch lieber von der anderen Seite. Ich habe da jetzt gerade ein bisschen Angst, dass sich dann das Ding dadurch löst. Dann schießen wir doch lieber den anderen an. Also den, seinen Kumpan hier drüben. So. Dich ziehen wir jetzt in die Richtung und dann ist gut. Genau. So, und jetzt? Jetzt müssen wir natürlich mit Wasser füllen. Und dazu müssen wir den wieder zurückziehen. Ich werde verrückt. Miau. Verdammt nochmal. So, komm wieder zurück, mein kleiner Freund. Hoffentlich kriegen wir den Wop weit zurück. Weit genug zurück. Juhu. So, das scheint der Verschluss gewesen zu sein. Okay, dann machen wir hier nochmal einen Schuss jetzt. Und jetzt... Ja, buddy, du. Und noch eins rüber, würde ich sagen, oder? Probieren wir es einfach aus. Genau. Super. Hier, Moment mal. Achso, jetzt müssen wir den anderen auch noch befüllen. Na, ah, stimmt ja natürlich, damit die wieder im Gleichgewicht sind. Ich werd verrückt. So. So, und dann ziehen wir den jetzt hier wieder rüber. Vielleicht von hier ein bisschen weiter außen können wir dann doch bestimmt auch den hier rüberziehen, oder? Genau. Müssen wir nicht wieder so weit nach hinten laufen. Ja, der fühlt sich jetzt nicht, oder was? Was ist das für ein Quark? Ja. Moment mal, also wir müssen das hier frei bekommen. Dieses Gedöns hier. So. Und das bekommen wir nur frei, indem wir irgendwas dagegen stoßen. Okay. Hier ist eine Abschussrampe für uns. Eine Raketenabschussrampe. So, okay, und hier haben wir das hier. Da können wir das Wasser raus katapult schießen mit unserem Pfeil sozusagen, ja? Also. Das Problem ist. Mal zurück. Okay, was bringt uns das? Nehmen wir mal an, wir schießen, wir holen das Wasser jetzt raus aus dem Ding. So, ich hole das Zeug jetzt raus, dann macht es Paradatsch und dann liegt es hier auf dem Boden. Super toll, dann haben wir es sauber gemacht. Dann sind wir, das ist vielleicht für die Putzkräfte von hier von der Gegend eine ganz, ganz tolle Sache. Aber was bringt uns das? Das ist, warte mal, wenn ich mich aber da dranhängen würde. Warte mal, wenn ich mich hier dranhänge an dieses Ding... Oh Gott, ich glaube, den Sprung überlebe ich nicht, aber es könnte natürlich trotzdem sein, dass es... Oder vielleicht gehe ich einfach hier drin baden. Juhu, ich nehme ein Bad. Oh, nee, doch nicht. Schade. Schade. Das Bad ist mir leider verwehrt
worden durch die Enge des Topfes. Des Nudeltopfs. Also ein Nudeltopf aus Holz. Das ist unheimlich praktisch. Okay, dann ziehen wir nochmal rüber und gucken mal, ob wir irgendwas müssen wir doch hier machen können. Was bringt uns dieses Wasser? Ah, das Wasser läuft raus. Nein. Was bringt uns das? Okay, springen wir mal dran. Nee, das bringt uns auch gar nichts. Ups, Entschuldigung. So, was würde uns das bringen? Ich glaube, wir probieren das einfach mal aus. Ich finde das sehr, sehr seltsam. Habe ich das schon mal gesagt? Ich finde das sehr, sehr seltsam hier gerade. Und es ist bestimmt wieder so, dass ich irgendwas nicht verstehe. Irgendwas verstehe ich bestimmt wieder nicht. Und nur aus diesem Grund... Vielleicht muss ich einfach auf die andere Seite laufen und dann geht es nach oben. Aber was bringt es dann? Wisst ihr, was ich meine? Selbst wenn das hier auf dieser Seite runtergeht, ja? So, oh, guck mal, es geht runter. Was würde es dann bringen? Nichts. Und diesen Topf kann man nicht befüllen, oder was? Seltsam. Wir probieren es jetzt einfach mal aus. So. Aua. Wir probieren es jetzt einfach mal aus und gucken, was passiert, wenn wir jetzt hier das Wasser rauslassen. So. Schwupps. Es läuft langsam ab. Vielleicht kann ich das ausnutzen. Fällt euch dazu was ein? Es läuft langsam ab. Das heißt, ich habe die Zeitspanne, in der es abläuft, Zeit, irgendetwas zu tun. Nur was? Wird er dies mit Benzin befüllen oder sowas? Also, da müssen wir das wieder zumachen. So, kurz mal den Deckel wieder drauf. Nochmal Wasser rein. Okay, so, nehmen wir mal an, das Ding ist jetzt hier, ja? Okay, was würde das jetzt bringen, wenn das hier langsam nach unten geht? Ja, man muss ja mal überlegen, was es denn bringt, wenn... Also, was bringt es, wenn das langsam nach unten geht? Es bringt, dass dieses Ding sich langsam absenkt, so. Was rein gar nichts bringt. So, hier dieser Topf, wunderschön, mit zwei Henkeln, links und rechts. Oben und unten, vorne und hinten. Können das auch nicht hier festbinden oder sowas? Wasser läuft langsam ab. Oh, das ist bestimmt wieder so offensichtlich. Es muss so offensichtlich sein. Es ist bestimmt so offensichtlich. Und ich bin einfach wieder wie ein blinder Fisch. Stehe ich hier und oh. Huch, was machst du denn gerade? Ja, sogar Lara spielt mit mir. Wenn ich so planlos bin. Ja, Lara, sag doch jetzt auch mal was. Lara, ja, immer lässt du mich allein mit allen Entscheidungen. Immer muss ich alle Entscheidungen alleine führen. Oh, was ist das denn hier? Ach nee, schade. Das wäre aber auch zu cool gewesen, wenn man irgendwas hätte festbinden können. Also wir wollen dieses Eis kaputt machen. Dann haben wir das hier. Dann ist irgendwas ist hier, was ich nicht sehe. Irgendwas sehe ich hier nicht. Warum können wir da nicht dran hängen bleiben? Zum anderen, zum einen, zum zweiten, zum vierten und zum achten. Und hier gibt es auch nichts, wo man hin, was man machen kann? Nee. Okay, so, dann, hier gibt es auch nichts, was wir machen können. Ich bin mal wieder planlos und das liebe ich. Ihr liebt es doch auch, oder? Ach, ja, ich weiß, ich weiß. Okay, also, nehmen wir mal an, das läuft langsam raus. Dann geht das nach unten. Aber es ist ja weit weg von jeglichem Entfernung. Also, wisst ihr, was ich meine? Selbst wenn es sich dreht und zwirbelt und macht und tut, das Ding hat keinerlei Einfluss auf diese Wand hier. Außer man würde irgendwas mit dieser Wand befestigen. Also irgendetwas damit in Verbindung bringen. Und das sehe ich momentan nicht. Wir müssen uns nochmal ganz oben das Ding angucken. So.
Nee, was ist das? Können wir hier irgendwo ein Seil oder irgendwas übersehe ich doch. Irgendwas übersehe ich und ich verstehe nicht, was es ist. Vielleicht muss ich von hier mit Anlauf in den Topf reinspringen oder sowas. Zu hoch. Wie zu hoch? Ach so! Oh nein. Jetzt ist es aber. Ach Mann, ach nee, komm. Okay, ich verstehe schon. Also jetzt müssen wir von hier drüben. Ach, natürlich ist uns der ganze, das ganze Sichtbereich natürlich verwehrt. Jetzt müssen wir. Ach so, ich verstehe. Natürlich müssen wir das Ganze jetzt so lösen. Ist ja klar. Warte mal, das heißt. Wir springen ganz kurz hier drüben. Aua. Ah, das tut weh vom Zugucken. Okay, also wir müssen. Ah, natürlich geht das dann nur von dieser Seite. Okay, also ich denke allein, also die Aussage zu hoch, ja. Okay, und dann. Ja, das machen wir jetzt gerade mal. So. Schubstiwups. Ah! Renn doch mal, Lara, komm. Genau so. Ja, jetzt mach das doch mal! Lara! Kann die überhaupt da dran hängen bleiben oder was? Was soll das? Mach doch mal! Aha, also die Sache ist die, wir müssen irgendwie das Ding hier zurückbekommen, ja? Oh, was ist das für ein Pfeil, der bleibt da direkt da drin. Steck aus, was ist das denn aus Butter? Oder was? Ich mal, guckt euch das mal an. Oh, das ist Buttermetall. Das, deshalb ist es auch so leicht. Ich verstehe das. Okay. Also, ich werde das Ganze jetzt nochmal auffüllen und dann sehen wir uns sofort wieder. Ihr müsst es ja jetzt nicht nochmal alles mit angucken. So, ich habe mir gerade das überlegt. Wir haben es wieder aufgefüllt. Und, also, wir machen das Ding jetzt auf. Dann rennen wir hier rüber. Und ich meine, uns die Absprungbasen hier, die roten, verraten uns ja eigentlich schon genau das, was wir machen müssen. Also, leer machen. Jetzt muss nur noch vom Timing her klappen. Rüberrennen. Ah! Genau, super. Ja, geschafft. Oh Mann, war das jetzt so schwer oder was? Hm. Unglaublich. Unglaublich. So, jetzt haben wir das Ding befreit und jetzt können wir endlich das Tor aufschießen. So, mein Gott, das war so eine schwere Geburt. Oh. Och nee, was ist denn jetzt schon wieder? Bogenschützen. Ich muss sie ausschalten. Ich muss die Ziele nur ausrichten. La 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 la. Viel Spaß, meine Freunde. Hier ist ein kleines Geschenk für euch. Könnt ihr es fangen? Au. Wuhu. So, da drüben haben wir jetzt aber wirklich ganz schön Rabatz gemacht. Wo sind denn die nächsten von meinen Freunden? Lalalala, wo seid ihr denn? Warte mal, von da hinten. Ach, da, von da. Jetzt sehe ich sie. In ihren glitzernden Rüstungen. Ja, noch ein bisschen nach links, So, ich habe ein Geschenk für euch. Alles Gute kommt von oben. Aber das kann man wirklich, guck mal hier, alle getroffen. Ist das nicht was für ein Treffer? Was für ein Treffer? Fantastisch. So. La. Badutzk. Tja. Ach nee, warte mal, die sind da gar nicht getroffen worden. Boah. Natürlich war die Feuerexplosion 2 cm vor ihnen. Und dementsprechend hat es sie dann nicht erwischt. So, komm bitte jetzt. Hier, euer Präsent. Na, danke sehr. So. Haha! Und jetzt muss das Tor dran glauben. Jetzt reicht das Katapult nicht. Wir müssen ein weiteres Katapult finden. Wow! Und. Super. Haha, jetzt würde ich sagen, ist der Weg frei. Okay. Der Weg ist frei.
So, da drüben ist doch, warte mal, wie kommt, Moment mal, wie kommen wir denn jetzt eigentlich wieder zurück? Aha, da, ich sehe schon ein Dings und noch ein Dings. Genau, da und jetzt hier runter. Oh, das wird eine schöne Fahrt. Wer würde das in der Realität gerne machen? Puh. Nee, das ist zu und offen, offen und zu. Hier geht's jetzt hier rüber. Genau. Ach, da müssen wir uns mit Eis festklamüsern. Ja, so. Und ein bisschen weiter rum. Mal ein bisschen weiter. Wer feuert denn da schon wieder Katapulte ab? Oh, die kann ich looten. Die haben immer gute Sachen. Gute Sachen haben die immer dabei. Ja. Verdammt nochmal. Gibt's doch gar nicht. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Aber zur Ehre. Wow. Krass. So, Moment. Wo war denn eigentlich nochmal dieses... Erinnert ihr euch? Ah, das ist das Dach da... Das Dach da drüben. So, gucken wir mal, ob der noch irgendwas Schönes dabei hatte. Ja, Pfeile. Die alle vier Pfeile habe ich wieder. Super. Wer schießt denn da? Danke. Guck mal, wie schön das Dingelchen da oben tänzelt. Lalala, ich kann... Au, sag mal. Ich erzähle gerade was, verdammt nochmal. Ja, dafür gibt es jetzt einen Triple-Pfeil. Achtung. Pass mal auf, mein Freund. Pass mal auf. Hm, ja. Hatte ich schon erwähnt, dass das dieser coole Doppel-, Triple-, Viertel-, Fuppel-Pfeil ist? Also dieser, den man dann aufs Herz ausrichten kann, wo man dann drei Leute gleichzeitig besiegen kann oder auch vier oder fünf oder sechs oder sieben oder acht oder 15 oder 35. Moment, können wir da drüben nicht hinspringen? Ich meine, da könnten wir theoretisch hier drüben hin, oder? Vielleicht gibt es ja irgendwas auf dem Dach da drüben. Das müssen wir mal gucken. Hier gibt es doch bestimmt irgendwas Cooles. Irgendwas ist hier bestimmt versteckt. Was ist hier? Hallo? Oh, nee. Da geht's zu mir zu weit runter. Da will ich doch nicht runterspringen. Keine Kiste, kein gar nichts. Was ist das für ein doofes Dach? So ein blödes Dach. Das Dach habe ich jetzt nicht mehr lieb. Hast du gehört, Dach? So. Frechheit. Frechheit. Einfach ein ganz normales Dach zu sein. Das erlebt man aber auch in Spielen nicht häufig, würde ich sagen. Gucken wir mal hier. Nee, hier gibt es wirklich gar nichts, ne? Na gut, dann gehen wir jetzt darüber. Wer hat denn schon wieder von da unten geschossen? Du schon wieder. Das ist das gleiche von eben. Ja. Das ist doch das gleiche von eben gewesen. Wo kam der denn her? Ach, super, da ist das Tor. Ich... Ah, das ist doch fantastisch. Oh. Also. Ich weiß, es ist doof, aber wir gehen im nächsten Teil durch das Tor durch. Also, ich hoffe, ihr wollt noch bis dahin warten und seid nicht böse. Aber wir gehen im nächsten Teil da durch. Also, wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, dann verpasst ihr auch garantiert den nächsten Teil nicht mehr, weil ich wette, den vergesst ihr, wenn ihr mich nicht abonniert habt. Also. Wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüss. Ciao, ciao.